Österreich-USA. Hinter dieser Beziehung steckt dank der AmCham eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte seit nun 55 Jahren. Und dieses Jubiläum wurde im Ritz-Carlton Vienna gefeiert. Hoch oben, über den Dächern Wiens. Menschen aus der Wirtschaft wie IBM-Geschäftsführerin Tatjana Opitz, Professor Robin Rummler oder Felix von Hohenstein stehen hinter AmCham. So auch der AmCham-Präsident und Hilton Country General Manager Norbert Lessing. Amerika ist der drittgrößte Handelspartner von Österreich und auch von Tourismus sehr stark. Von dem her ist es extrem wichtig, dass wir mit Amerika eine gute Handelsbeziehung haben. Deswegen bietet es sich natürlich an, für die AmCham zu arbeiten. Und das macht mir auch sehr viel Freude. Aber nicht nur für Österreich ist Amerika wichtig, sondern auch umgekehrt, wie die US-Botschafterin Alexa Wesner erklärt. We both need each other. And that's very important to recognize. In today's world, we do nothing alone. We need partners, we need friends, we need to keep working together for our shared goals and our shared values. And our business now, I mentioned in my remarks, exports have grown by 10%. And now we will be, next year, I hope, Austria's second most important export market. So we're looking forward to that in the next few months. Wir haben übrigens einen Handelsbilanzüberschuss mit den USA. Wir exportieren mehr als wir importieren. Wir exportieren sehr viel Maschinen, Anlagen. Das sind so die Hauptexportprodukte. Die USA sind ein interessanter Markt für unsere Winzer. Patricia Helletzgruber war die erste Frau im AmCham Board und erinnert sich gerne an die Zeit zurück. Es war super. Es war herrlich. Es war so, super gemütlich und es war auch noch gar keine Das war überhaupt keine Benachteiligung, keine Distinction, das war total natürlich. Die Anfänge war, dass ich die AmCham übernommen habe, da war sie gerade 15 Jahre alt. Und dann haben wir gleich mal eine Veranstaltung gemacht, um das zu feiern. Und dann versucht durch viele Mitglieder, neue Mitglieder und neue Veranstaltungen, das Ganze in den Bereich, also öffentlicher zu machen. Und das ist ganz gut gelungen. Und was wünscht sich AmCham-Präsident Norbert Lessing für die Zukunft? Wir wünschen uns für die Zukunft, dass das TTIP-Agreement so schnell wie möglich unterschrieben wird, weil wir glauben daran, dass es wichtig für Österreich ist, für Europa, für Amerika und so uns alle weiterbringt, vor allem die Wirtschaftsleistungen in Österreich massiv nach vorne bringen wird. Wir glauben, dass wir noch enger in der Welt zusammenrücken müssen und deswegen werden wir uns weiter dafür einsetzen, dass gerade die österreich-amerikanischen Handelsbeziehungen weiter ausgebaut werden. Und nur gemeinsam kann die Wettbewerbsfähigkeit in Europa gestärkt werden.